Ja, hallo zur nächsten Folge von Captain Chaos Flug. Heute mal wieder mit der Diamond DA-42 Twin Star. Heute aus dem karibischen Grand Cays auf St. Martin. Es gibt einen kurzen Flug nach Diego Jiménez. Das ist in Puerto Rico. Ja. Mal sehen, was das so wird. Gut, gehen wir erstmal bei hier. Nee. Zumachen natürlich. Die machen wir vor. So, dann gibt's hier die. Nee. Die noch nicht. Erstmal Electronics Master. Die Alternator an. Und ach so, Master Switch. Setzen wir natürlich den erstmal ein. Wieso gehen die jetzt nicht an? Naja, egal. Gut, dann. Links ist an. Und rechts sieht auch gut aus. Da sieht es auch gut aus. Avionics Master machen wir an. Gut, dann gehen wir bei, geben kurz unseren Flugplan ein. Kurz das Head-Tracking deaktivieren. Flugplanmodus mit Pad, so zum Anzoomen. Also TT, ach ne, wir gehen auf den zweiten, also von hier aus direkt zum Ziel TJFA. Also Flugplatz TJFA. Genau, und dann gehen wir einfach auf Direct to den. Und somit haben wir den ersten dann auch schon eingegeben. Gut, dann können wir den Pad wieder ausschalten. Flugplan können wir rausnehmen. Head Tracking wieder anmachen. Natürlich machen wir hier so mal Position Lights und Strobe Taxi an. Gut, das Ziel ist dort unten irgendwo rechts, wenn wir die Range erhöhen. Erhöhen. Sieht man es da auch schon? Gut so. Auf 20 nautische Meilen. Hier den stellen wir auf. Nein, auf den. Auf GPS. Dann wird uns hier der Kurs angezeigt. Squawk setzen wir auf 7000. Standby. 7000 ist er. Gut. Damit haben wir alles. Dann lösen wir die Parking Brakes. Und fangen mal an zu taxien. Ist hier gerade ein bisschen merkwürdig mit den ganzen Pylonen mitten auf dem Taxiway, aber na gut. Gut, hier ist die Hold Short Line. Gut, dann gehen wir bei Landing Lights an, Taxi Lights off, Squawk machen wir auf Altitude. Back. P2 Heat, denke ich, brauchen wir nicht. Wir haben eine Außentemperatur von, das muss ja irgendwo hier, glaube ich, stehen. Keine Ahnung. Aber egal. Das steht da auch irgendwo. Ich werde es schon irgendwann sehen. Gut. Dann taxien wir mal drauf. Ist ja mal wieder so ein Flug. Ich habe mir einfach überlegt, ich würde sie gerne mal wieder fliegen. Also einsteigen. Und das Tolle ist, hier muss man nicht viel groß planen. Man hat ein GPS dabei.
Aufgaben in 1000, mit denen man ziemlich viel anfangen kann. Gut. Na. Gut. Kann ich ja bis hier jetzt auch starten? Oh, bestimmt, ne? Erstmal Leistung hoch. Halten auf der Leistung. 100% geben wir. Das 10 Sekunden lang halten. Das ist jetzt ja wohl vollkommen ausreichend. Und lösen der Bremse. Airspeed Alive. Oh, schon kurzer Jacke oben. Oh, rotieren, dicke. So, okay, Positive Rate Gear ab. Gearhebel sieht man hier schön, bewegt sich gerade hoch. Wir müssen gleich nach links drehen. Das tue ich mal jetzt. So, ja, hier Excellent Landing kannst du dir mal sonst wohin schieben. Bisschen die Leistung zurücknehmen. So rum. Ja, wieder schön in der Autogen-Welt von X-Plane. Zweitausend Fuß Steigrate ist schon heftig. Gut. Oh, und die Querneigung ist auch ziemlich heftig gewesen. Gut. So, jetzt Leistung wieder zurück. Und ab in den Wolken. Ich will nicht in den Wolken sein. Aber na gut. Wir gehen hier wieder zurück auf 6, gehen wir auf 70% Leistung etwa. Das sieht man hier unten schön. Das ist ja ein östlicher Kurs, ja, westlicher Kurs. Also gerade 1000er plus 500, also nehmen wir mal 4500 Fuß. So, genau, ein bisschen Leistung weg. Ach so, shit. Economy, Login, Start. Sehr schön. Hat sogar noch geklappt, weil ich es mal wieder verplant habe, mich anzumelden und den Flug zu loggen. Sehr gut. So, trimmen. Trimmt das denn auch? Es trimmt, okay. Ja, es trimmt. Ja, wir kommen langsam in Bereiche, die man nicht erreichen sollte von der Geschwindigkeit, weil ich irgendwie gerade noch sinke. Ja, wir haben 66% Leistung. Den Kurs haben wir gleich abgefangen, sieht man auch rechts und auch hier auf unserem HSI. Tschüss, Insel. Hallo, nächste Insel. Sieht schon sehr cool aus, dieses Modell, finde ich. Von drinnen finde ich das Modell nicht ganz so mega hübsch, aber doch recht funktional. Und eben dieses Garmin ist schon sehr gut. Ist aus meiner Sicht sehr cool, eben für mal eben einsteigen und einstellen, wo man hin will und losfliegen, ohne groß viel planen zu müssen. So, Landing Lights machen wir mal aus.
Und so machen wir jetzt einfach schön einen Direktflug. Aber man kann natürlich auch deutlich komplexere Routen jetzt hier eingeben, wenn man das will. Nebenbei hat man hier sogar rechts, dann sieht man ja auch ein Wetterradar, das ist auch sehr angenehm. Und diese Maschine ist zu meinem Vergnügen auch relativ gut noch zu fliegen ohne Autopiloten. Das ist für mich immer sehr wichtig. Gut, gut. Jetzt seit längerem mal die Maschine wieder nicht, also seit längerer Zeit die Maschine nicht geflogen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie gleich denn die Landung werden wird. 139 nautische Meilen sind es noch. Die Maschine, die ich hier gerade fliege, ist noch gerade bei Air Economy zum Verkauf angeboten. Ich bin in der Versuchung, sie mal dann doch zu kaufen, aber die ist wirklich verhältnisteuer und die beiden anderen Maschinen, die gerade noch im Angebot sind, auch Diamond DR42, sind noch teurer. Die sind dann deutlich über Marktwert, aber die auch, glaube ich, die hier ist. Wenn ich raten sollte, für wie viel ich meine verkauft habe, ist auch diese hier zu teuer. Ja. Tja. Schade finde ich, weil was nämlich noch richtig cool wäre, wenn jetzt hier dann wirklich auch noch irgendwie so Karteninformationen eingeblendet werden würden und eben so hier Map Display, können wir schon mal beigehen. Die Fixes interessieren mich mal nicht, die Bohne. Kein IFA. So, ein bisschen noch runter trimmen, dann sind wir gleich bei den 4.500. Wir sind ja bei 4.500. Jetzt ein bisschen runter, jetzt sind auf 90 Fuß Steigrate. Ein bisschen runter trimmen, was wir jetzt versuchen können, die Höhe zu halten. 64%. Cruise Speed ist ja, glaube ich, irgendwie 140. 157 Indicated Airspeed. True Airspeed 173, oha, kommen wir gut voran. Ganz schön viel Wasser jetzt hier, okay. Es gibt leider wohl noch keine Neuigkeiten zu SkyMax. Schade, schade. So, ich glaube, die Höhe müsste ziemlich gut, die Maschine müsste gerade ziemlich gut getrimmt sein. Sieht so aus. Und damit ist es dann auch schon sehr schön. Ich werde mal gucken, vielleicht werde ich für die Maschine meine Livery machen. Meine eigene Kennung des Ganzen. Aber so mega intuitiv, finde ich, ist es nicht, die Dinger zu bauen, weil man eben so Einzelelemente bekommt und die dann bemalen muss. Die sind eben teilweise nicht zusammenhängend, oder sind eben vielfach nicht zusammenhängend. Und die nicht zusammenhängenden Teile, die an einer Maschine zusammenhängend sind, korrekt, also die Übergänge dazwischen korrekt zu machen, ist dann teilweise nicht so einfach. Aber mal gucken. Ich habe bislang nur eine Livery für die 172 gemacht. Das ging relativ einfach. Da habe ich dann mehr eigentlich mit GIMP gekämpft. Da ich mich bislang nicht wirklich mit Grafikprogrammen auseinandergesetzt habe. Ein bisschen runter trimmen. Ah, hier sieht man auch sehr schön die Approach Flaps ab 137 Knoten und 111
Dann die Landing Flaps. Schön, schön. Mal gucken, wenn sie mir geöffnet doch wieder jetzt richtig gut gefällt, vielleicht kaufe ich sie und werde dann versuchen, die Maschine nach Deutschland zu überführen. Was dann aber leider so ist, über den Ozean kommt man damit eigentlich nicht rüber, also muss man die entweder transportieren lassen oder oben, also nicht oben, sondern nördlich eben, komplett über Grönland fliegen. Das heißt erstmal schön eigentlich über komplett Nordamerika einmal rüber. An der Westküste. Der Ostküste. Westküste, so Blödsinn. An der Ostküste. Das ist schon ein ganz gutes Stück. Und da ich nie mit Zeitraffer fliege und auch nie mit Autopilot fliege, ist das schon, glaube ich, dann, ich glaube, ein deutlich größeres Unternehmen noch als die 337 aus Ägypten. Bisschen runter. Aber ansonsten, diese Maschine fliegt sich ja wirklich super gut. Und ich glaube, in echt gibt es die Maschine auch in der Variante, die dann mit Dieselmotoren ist. Oder mit Dieseltriebwerken. Was dann natürlich vom Preis her super günstig ist. Hier in FS Economy fliegt sie mit Jet Fuel A, denke ich. Da drüben ist ein Schlechtwettergebiet. Ich fliege jetzt hier Deutschland 7 Uhr abends, hier den Tageszeit. Ich habe mir, weil es ordentlich weit weg ist und schön im Westen von Deutschland aus, kann ich ja mal wieder echte Tageszeit fliegen. Und es ist nicht dunkel. Und wie man sieht, es hat funktioniert. Eigentlich ziemlich geiles Wetter hier. Die Maschine bin ich am überlegen, ob ich mir vielleicht sogar noch neben meiner Yoke noch mal einen Joystick kaufe, um dieses Joystick-Feeling noch mal zu haben. Was dann nebenbei auch den Vorteil hätte, dann könnte ich, wenn ich wollte, auch noch mal beigehen und Helikopter mal versuchen zu fliegen. Habe ich zwar noch nie gemacht, aber naja, Helikopter mit Yoke wäre jetzt ziemlich beknackt. Das für mich muss da schon irgendwie so ein gewisses Realismus haben, zumindest von der Steuerung und die Simulation dann eben hergibt. Da wäre dann ein Joystick auch noch ganz nett. Dann nebenbei jetzt noch eine Laminiermaschine bestellt, um mir dann nochmal Checklisten auszudrucken und die dann schön zu laminieren, damit die dann mal vielleicht ein bisschen besser rumfliegen können, also wenn du diese Papierversion ungeschützt oder eben in so komischen Klarsichtfolien, diese ganz normalen DIN A4-Teile, die man einheften kann. Kann man uns bescheiden durchgucken, also ist es nicht schön stabil und mal gucken. Wenn sie dann kommt, endlich. Mal gucken, ob ich dann mal ein paar Checklisten noch so ein oder ausdrucke und dann hier so mache. Diese hat ja auch eine, die hat zwar hier intern ja auch, also über dieses hat sie hier ja auch eine Checkliste, aber eben es gibt auch ein selbst wenn man das hier realistisch oder die dann auch benutzen wollte, die hat ja das Problem, solange keine Batterie, kein Strom an ist und so, hat man ja auch keine Checklisten mit dem Teil. Natürlich ist ein Großteil der Checklisten aber auch nur von draußen rumgehen und gucken, das mache ich hier eh nicht im Simulator, aber gut. Ich glaube, hiermit schalte ich um. Before, nee, Engine Start, nee. Before Take Off,
Climb to Cruise Track, Gear up, yo, Flaps up, yo, Landing Lights. Oh, ja, habe ich alles gemacht. Das ist ja toll. Ich bin begeistert. Was haben wir noch? Descent Approach. Ja, gut. Die können wir ja schon mal vorhalten. Wenn wir dann da hinkommen. Aber es sind ja immer noch 109 nautische Meilen. Ja, schönen Rückenwind. Hier sieht man ja auch noch die Windrichtung und den Wind. Also die Windrichtung und die Windstärke. Jetzt kommen wir gerade schön in die Wolken rein hier. Aber es sind ziemlich dünne, die nicht für eine Wall of Grey sorgen. Mal von draußen ein bisschen geguckt. Diese Bilder sehen ja immer sehr geil aus, finde ich. Gleich nochmal wieder ein paar Screenshots gemacht und wieder ein bisschen gegenlenken, um auf Kurs zu bleiben. Ich weiß gar nicht, kann man hier seitlich auch trimmen? Ja, ne? Aber nicht manuell. Schade. Kann man hier manuell trimmen? Auch nicht, ne? Das muss ich mir also auf eine Taste legen. Oh, gut, mal sehen. Werde ich dann bald auch mal tun. Wenn ich sie mehr fliege, werde ich das auch tun, damit man die dann auch, damit man auch das Ruder richtig hintrimmen kann. Gemütlich die ganze Zeit so ein bisschen am Sinken. Das ist nicht schön, aber gut. Oh, mal sehen. Ja. Im deutschen Bereich sind bei Apps Economy hier von recht wenig Flugzeuge unterwegs. Was war denn das da drüben noch? Achso, das sind die Gegenschalter hier eben. Einmal um das Verdeck hier aufzumachen. Vorn und hinten, glaube ich, irgendwie Gepäcksachen noch Türen öffnen. Die kann man rechts und links bedienen. Das hier. Die Sonnenblenden da sind nicht beweglich. Die Maschine von Carinado wäre es sicherlich so, aber gut. Bei Carinado ist es so, aber ich habe es eigentlich auch nur bislang immer so mal zum Ausprobieren gemacht und eigentlich sonst auch nie vermisst. Also so wichtig ist das auch nicht. Aber ganz schön uninteressant über Wasser so zu fliegen. Naja. In Deutschland sind, glaube ich, noch zwei Maschinen hiervon unterwegs. Oder gerade ansässig. Eine davon ist meine ehemalige Maschine. Die war ich vorhin auch kurz im Überlegen, ob ich die mal wieder leihe oder miete. Ist nach meinem Verkauf auch nur einmal weitergeflogen. Vorher ist sie ja von mir recht intensiv geflogen worden. Jetzt aber wieder eigentlich am Brach liegen, was schade ist. Würde ich sie gerne zurückkaufen. Zu einem fairen Preis und nicht. Also die soll jetzt irgendwie kosten knapp 200.000. Das ist dann irgendwie. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das ein fairer Preis dafür ist oder nicht. Die ist noch nur mit knapp 100.000 günstiger oder 90.000 günstiger als die anderen beiden, die im Angebot sind. Also das ist schon ein ganz guter Preis wohl, aber
Mal gucken. Das sind alles welche, die angeboten werden von privaten Leuten. Und da ist für gewöhnlich ja der Preis eigentlich höher, als er vom System ist. Wenn mal wieder eine Maschine vom Ökosystem an sich angeboten wird, sind die eigentlich immer günstiger. Deswegen werde ich, denke ich, wenn ich die kaufen, wenn ich mir so eine kaufen will, darauf warten, dass eine derartige Maschine dann so irgendwie angeboten wird. Die Maschine hier, glaube ich, habe ich auch geguckt, wie die hierher gekommen ist. Die ist, glaube ich, hier auf der Insel, glaube ich, nur einmal geflogen oder so. Oder gar nicht. Also irgendwie so um den Dreh. Und hat bislang auch extrem wenig Stunden in der FS Economy hinter sich. Wurde, glaube ich, irgendwo Mitteleuropa irgendwo gekauft. Per Luftfracht dann hierher verschifft oder ja, verflogen. Irgendwie in einem Stück irgendwie 4000 Meilen oder so. Mit irgendeiner deutlich größeren Maschine. Und dann hier abgestellt und das war's. Also auch irgendwie schade. Ich hätte auch absolut gar kein Problem damit, hier mal ein bisschen zu fliegen. Was ich jetzt ja auch tue, aber ich hätte irgendwie gerne dann doch irgendwie sowas wie von SimHeaven die Oberflächentexturen. Die OSM-Gebäude sind nicht ganz so wichtig, aber die Texturen hätte ich schon ganz gerne, um gegen diese Tristesse von X-Plane einzuwirken. Ja, das hier sieht dann, ja, das was X-Plane daraus generiert, sieht man echt nicht aus wie Karibik. Ja. Oh, es ruckelt. Was natürlich aber positiv auffällt jetzt hier, wo ich ja wirklich über Wasser und ohne Texturen und so fliege, die Framezahl ist drastisch höher. Drastisch höher. Natürlich einerseits, weil ich jetzt wieder unter der 64-Bit-Version bin. In letzter Zeit ja doch häufiger mal unter der 32-Bit-Version gewesen, wenn es nochmal Lithium sein sollte. Aber auch die Ladezeiten beim Starten des Programms sind ungewöhnlich kurz oder ungewohnt kurz. Man sagt es und irgendwie eine Minute später also ist die Simulation dann da. Und ich habe da noch, als ich die Simulation schon als ich gestartet habe, habe ich mir etwas zu trinken geholt. Das Übliche, was man so tut, wenn man die Simulation, wenn man X-Plane startet. Aber man war schon da und meine Jog war noch gar nicht festgeschraubt und gar nichts. Also, es hat mich überrascht oder ich habe irgendwie dran gedacht. Dann so, sehr klar, so jetzt aber. Den Autopiloten hier. Ja gut, ist ein ganz normaler Autopilot mit Flight Director, Autopilot anschalten, Heading Mode, Navigation Mode, Approach Mode, Reverse Mode, Altitude und Vertical Speed Mode. Das ist jetzt kein Hexenwerk, das ist eigentlich wie alle anderen auch. Aber keine Ahnung, ich habe ihn noch nie benutzt. Ich glaube, hier links darüber kann man ihn ja auch steuern. Also entweder man nimmt das oder man nimmt diesen Teil. Da hat man eben zusätzlich auch nochmal eine Steuerung für den Autopiloten. Deswegen der Wind kommt jetzt auch deutlich mehr von rechts als von vorhin. Vorhin war es ja doch ziemlich stark von hinten. Jetzt haben wir doch mehr, fast schon komplett puren Seitenwind. Aber trotzdem immer noch 174 Knoten True Airspeed. Das ist schon ganz nett. Ah, hier mal ein bisschen hochtrimmen, 4200 Fuß. Und zum Wochenende hin werde ich mal vielleicht wieder gucken, ob ich mich dann doch mal wieder an IWAO oder Metzen rantraue. Mal sehen. Da gehört dann ja doch schon auch ein bisschen mehr Planung zu, als was ich jetzt hier tue. Das ist ja einfach nur, ich fliege von A nach B,
Ja, was sagt das GPS? Okay, so muss ich fliegen und gut. Oder sonst eben viel, einfach ein paar VORs dazwischen kurz raus und das in 3, 4 Minuten hat man eine Route zusammengewürfelt. Sieht dann irgendwie, ja, da laufen mal Autobahnen lang, okay, den muss ich folgen und peng. Da muss man irgendwie wirklich viel planen, aber wenn man jetzt das dann wirklich auch mit kontrolliertem Luftraum und so macht, geht das ja nun mal einfach nicht. Oder geht bestimmt auch, aber das ist dann ja nicht der Sinn, dafür kann ich das dann auch offline tun. Was ich auch nochmal wieder aktivieren wollen würde, wäre hier, ich habe das Add-on World Traffic auch mal gekauft gehabt, habe dann auch mich hingesetzt und habe x Routen irgendwie generieren lassen über diesen automatischen Generator da oder Fluggeneratoren für Deutschland. Da waren dann relativ viele am Laufen dann, was eigentlich auch ganz gut funktionierte. Ich hatte nur das Problem, dass es jedes Mal zum Ruckeln kam, wenn eine Maschine irgendwie zusätzlich dann in den Bereich flog, der dann für mich sichtbar wäre. Das nervte. Das konnte man auf Dauer dann wirklich nicht machen. Aber vielleicht gucke ich mir das nochmal an. Weil an sich war das schon ganz schön. Gut, was haben wir hier? Wo ist denn jetzt nur dieses blöde Thermometer? Ground Speed von 181 ist natürlich auch. Ah, wir sehen Land. Wir sehen Land. Ich habe nebenbei auch die Version von Plan Giga aktualisiert. Da habe ich jetzt das Problem, dass sich Plan G jetzt nicht mehr mit der Simulation verbindet. Was extrem merkwürdig ist, aber. Mal eben kurz mein Plugin admin. Ground Traffic. Achso, das ist hier noch von Mallorca Scenery. Das müsste das Plugin sein, über das Plan G hier mit redet. Das ist so eine Vereinheitlichung, damit das Interface dann zur Kommunikation gleich ist, zu der Schnittstelle, die auch unter Microsoft Flight Simulator vorhanden ist. Macht dann für die Entwickler, die dann solche Informationen haben wollen, eben sehr, dass deutlich einfacher, weil sie nur eine Schnittstelle bedienen müssen und eigentlich dann unter mehreren Simulationen gleiche Funktionalität zur Verfügung stellen. Mal gucken. So, 70 nautische Meilen, das ist ja wirklich nicht mehr viel. Da hinten schön ein paar Inseln zu sehen. Ja, da oben kommen jetzt auch eine ganze Menge Flughäfen. Aber ich denke nicht, dass meiner da schon bei ist. Die Reichweite ist hier, also Sichtweite ist 20 nautische Meilen im Display da rechts.
und da es noch 66 sind, ist es sehr unwahrscheinlich, dass das schon dabei ist. Das Einzige, was mich jetzt gerade wirklich noch nervt, ist, dass ich die Außentemperaturanzeige nicht sehe. Die ist hier irgendwo, ich weiß es. Ich habe nur echt gerade keine Ahnung, wo. Ja, da. Das müsste sie auch sein, 22 Grad Celsius. Dieser rechte, linke magentafarbene, nee, nicht magenta, das ist ja Telekom, türkise Strich da, das ist eben hier mein Heading, was hier eingedreht ist, das habe ich eben jetzt überhaupt nicht in Betracht gezogen, war mir ziemlich Banane. Achso, und was natürlich diese Maschine auch noch nebenbei hat, das ist auch sehr witzig, Play. Man kann sich Musik hier nebenbei anmachen über das Plugin. Das ist natürlich eigentlich total sinnfrei, weil wenn ich Musik haben wollte, könnte ich einfach im Hintergrund irgendeinen Musikplayer anmachen und... Aber... Hier sind zwei Lieder dabei. Weil es klassische Musik. Und mit dem hier bin ich so, mit diesem Lied bin ich, oder... Lied, keine Ahnung, mit diesem Stück. Bin ich auch schon einige Flüge geflogen. Es ist irgendwie, habe ich festgestellt, sehr beruhigend, irgendwie so nebenbei klassische Musik anzuhaben, obwohl ich sonst nebenbei eigentlich nie klassische Musik höre, aber hat was. Ja, naja, ganz witzig. Wenn man dann hier nochmal drauf drückt, wechselt er ins zweite Lied. Das ist ein Klavier. Wenn man da noch mal drauf drückt, ist es dann gleich weg. Oh, hier schön mal ein bisschen die Außenansichten genießen. Das Modell an sich sieht, also ist sehr schön modelliert, finde ich. Das sieht schon echt cool aus. Zumindest das hier, also mit HDR sieht man hier auch schön die Reflexionen noch. Und was eben auch ganz witzig ist, dass man die Musik gerade eben draußen nicht gehört hat. Man hat gecheckt, man ist in der Außenansicht und hat es dann nur da. Also das sind so Kleinigkeiten, die finde ich ganz nett, wenn die funktionieren. Für eine doppelmotorige Maschine ist die ja wirklich nicht sehr groß. Aber ich glaube, die ist auch für eine zweimotorige Maschine nicht selbst. Also im Verhältnis, glaube ich, nicht so teuer. In echt. Beigehe und mir auch mal die Checklisten hier von der ausdrucke, dann werde ich auch deutlich mehr auf die Checklisten beachten. Ich kann ja noch schon mal die Checklisten einmal durchgucken. Final Check, Flaps, Landing, 3 Grün. Approach, bla. After Landing Checklists, ja. Schade. Ich habe gedacht, da sind auch noch vielleicht sogar mit Chance noch die Referenzgeschwindigkeiten, die ich nämlich absolut gerade nicht im Kopf habe, irgendwie bei. Aber leider nicht. Na, ich werde das irgendwie. Dann anhand dieser gelben, also des Tabs hier links, werde ich versuchen, dann im grünen Bereich zu halten. Jetzt sind wir wieder schön vom Kurs abgekommen, aber na gut. Für zum Knoten Seitenwind ist aber auch schon dann ganz schön viel.
Was mir so nebenbei noch so auffällt, vom Fliegen her, sie reagiert recht heftig auf leichte Yoke-Bewegungen, die Maschine. Also wenig bewegen, sorgt hier wirklich schon für. Die hat jetzt auch gerade einen ziemlich heftigen Linksdrall. Ah, jetzt kommen wir auch schön in Wolken rein. Vielleicht doch etwas turbulenter jetzt gleich hier. Aber wir hoffen das nicht. Haben wir schließlich noch 49 nautische Meilen vor uns. Da unten so eine kleine Pupse-Insel. Ja, Wall of Grey muss jetzt eigentlich nicht sein. Ja, das Tau fängt jetzt gerade auch bösartig an, rumzueiern und auch links, rechts. Ich gehe mal ein bisschen mit der Geschwindigkeit runter auf 3.500 Fuß. Sinken wir mal ein bisschen, um aus den Wolken rauszukommen. Bisschen Gas wegnehmen. Sieht man auch, jetzt bin ich irgendwie so bei 500 Fuß. 600, 700 Fuß Sinkrate. Es ist doch gerade gut turbulent hier in den Wolken. Da noch ein bisschen mehr sinken, ein bisschen mehr Gas wegnehmen. Hat sich gerade dann doch zu dafür entschieden, dann doch ein bisschen weniger zu sinken. Jetzt könnte man eigentlich, wenn man was sehen könnte, müsste man rechts jetzt irgendwie bald auch Flughäfen vielleicht entdecken können auf den Inseln. Das ist mir natürlich einerseits die Frage, wie gut kann man es erkennen, aber andererseits, also wie gut kann man es an sich erkennen, und vielleicht sind sie auch verdeckt, weil sie da auf einer Seite von Bergen sind oder so. Dann noch das zusätzliche Problem. Wir fliegen gleich ziemlich genau auf den dazu, TJCP, und das ist es noch nicht. Wir brauchen TJFA. Das TJ, das könnte ich mir vorstellen, dass die K.O.-Kürzel dann für Costa Rica. Hm, mal sehen. So, wir sind jetzt bei 3.700 Fuß. Immer noch nix. Ein Kack. Angeblich soll ich ja so 300 Fuß die Minute sinken. Noch ein bisschen mehr Gas weg. Ah, es wird schon dichter. So, da rechts müssten irgendwo Flughäfen sein. Da vorne könnte einer sein. So, dann geben wir jetzt mal wieder ein bisschen mehr Gas. Wieder auf 60% und sehen zu, dass wir uns jetzt bei 3.500 Fuß irgendwie dann auspendeln. Und mal gucken, dass ich den Kurs wieder abfange. Okay, ja, dann reicht das jetzt auch erstmal wieder mit Musik. Aber so nebenbei fand ich das doch schon, finde ich das schon ganz witzig, da irgendwie einfach mal so auch Musik anmachen zu können. Das ist eine ganz nette Idee. Das gefällt schon auf jeden Fall. Ist schon wirklich ein schönes Flugzeug. Wenn man bedenkt, was sie kostet. Das ist eben irgendwie, kostet irgendwie, glaube ich, auch. Also es ist irgendwie nur 2/3 des Preises eines Coronado-Flugzeugs, und dafür ist das natürlich auch schon nicht okay. Coronado-Dinger kosten ja, oder die Maschinen kosten meist so um die $30. Und hier kostet, glaube ich,
nicht ganz 20. Und macht wirklich auch Laune zu fliegen. Aber jetzt bin ich hier wirklich in einem etwas turbulenteren Bereich, muss ich sagen. Das gefällt mir jetzt ja mal gar nicht so gut. Was ich nochmal dann auch wirklich der Plugin-mäßig nochmal in Angriff nehmen werde, ist Pilot View für mein Track IR. Das ist ja auch so ein Plugin hier für Xplane, mit dem man, wenn man kein Head-Tracking hat, sich einfach dann da so Sichtpositionen einprogrammieren kann. Und damit dann auch ziemlich schön hin und her switchen kann, aber eben andererseits auch für Track IR benutzbar oder darüber ansteuerbar und das als dafür benutzen kann, die Sicht zu verändern. Ich habe es irgendwann schon mal ausprobiert, habe es dann aber dann doch sein lassen, hat den riesen Vorteil, man kann auch den Kopf zur Seite neigen. Das kann eben Xplane jetzt an sich nicht. Oder unterstützt es einfach nicht das native Plugin oder die native Unterstützung von Xplane. Der Kopf ist dann einfach immer parallel zum Flugzeug, also horizontal zum Flugzeug. Vielleicht muss ich mich einfach nochmal ransetzen, das nochmal machen und dann einfach ein paar Mal damit fliegen, um mich einfach daran zu gewöhnen. Was auf jeden Fall auffällt, ist, dass es bei den gleichen Einstellungen deutlich stärker reagierte. Vielleicht muss ich dann einfach nur mein Track IR Preset nochmal ein bisschen anpassen. Aber jetzt, wenn man hier guckt, so die Geschwindigkeit, die wackelt hier gerade, das Airspeed Indicator, der wackelt jetzt doch schon so ein bisschen hin und her. Obwohl hier die analoge Anzeige doch ziemlich starr ist. So schlimm ist es noch nicht. Aber es sind trotzdem 14 Knoten Wind Außentemperatur. was ja doch nicht so wenig ist. So, wir sind bei 3200 Fuß und halten die Höhe ziemlich genau. Ja. Das Schöne hier beim Barometer ist, glaube ich, das kann man umschalten. Was man noch mehr machen kann, ist, man kann sich hier zusätzlich über Side, da, wenn ich den Knopf mal treffe, kann man sich sowas hier noch einblenden lassen oder die Temperatur. Ja. Ich glaube, die sind gar nicht aktiv, die Button. Okay. Back. So, wir sehen unser Ziel jetzt inzwischen schon links auf dem Display. So, 3000 Fuß will ich aber eigentlich schon haben. Also, so sieht die Kalibrierung, glaube ich, einfach gar nicht aus, ne? Aber gut. Ich will da Strände sehen. Nicht nur so kleine Strände, sondern richtige Strände. Aber gut. Jetzt werde ich mich doch bemühen, das auch mal das dann weiter zu verfolgen mit meinem Kurs, damit ich jetzt nicht noch mehr vom Kurs nach rechts abkomme. Aber mit dem Seitenwind gleich zu landen, das wird schon lustig haarig. So, das.
So, einmal kurz. Ich bin gerade auf der Webseite von skyvector.com und hole mir da einfach nochmal schnell die Flughafeninformationen für die Runways. Der hat eine Runway 826. Okay. 826 Heading. So, einmal kurz Headtracking aus, dann kann man die hier deutlich besser bedienen. Ich setze mir den Heading-Bug einfach schon mal so dahin, damit ich einfach den Track von dem. Das heißt, ich müsste gleich komplett einmal vorbeifliegen und dann eindrehen, weil ich habe eigentlich nicht vor, mit dem Ventici zu landen. Mal sehen, könnte ich hier schon eine Stufe reingehen? Noch nicht ganz, man sieht es nicht mehr, aber gut, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Dafür sieht man es jetzt genauer. Ist ja auch noch weit genug entfernt. Jetzt die Sichtweite hier auf dem Display rechts ist jetzt so 10 nautische Meilen. Also 10 nautische Meilen Radius dieses Kreises, der da eingezeichnet ist. Was sagen die Tanks? Guidance remaining 18 ist okay. Die Maschine braucht etwa 11 Gallonen die Stunde. Da haben wir noch deutlich über eine Stunde Sprit und sind fast da. Und da erfasst das ziemlich gut. Mal sehen. Hier drüben ist, glaube ich, das NTI-System. Genau. Macht jetzt sehr wenig Sinn bei 23 Grad Außentemperatur. Oh, da vorne wird es ziemlich bergig. Bin ja mal gespannt. Ich krieg auf 10 nautische Meilen dran. Ich gehe mal davon aus, dass der irgendwie da vorne an der Küste ist. Mal sehen, was sagt SkyVector, wo der liegt. Oh. Das müsste irgendwie da hinten liegen, denke ich. Laut SkyVector. Das heißt, wir werden über diesen Bergrücken da vorne nicht drüber müssen. Das heißt, ich werde mich jetzt hier so ein bisschen die Küstenlinie lang hangeln, denke ich. Jetzt einfach ein bisschen mehr so nach dem rechten Display fliegen. Jetzt muss ich ja nicht mehr wirklich eins zu eins den Kurs komplett draufhalten. Da links haben wir wohl einen Flughafen, würde ich mal sagen. Mal ein bisschen reinzoomen. Ja, das ist einer. Hier habe ich jetzt auch gar nicht geguckt, ob es da irgendwelche Custom-Flughäfen gibt. Also das wird auf jeden Fall kein schöner Flughafen sein. Was mir noch nebenbei ja jetzt auch das Update von 10.25 für X-Plane bringt. Da wird es dann ja
auch die ersten Lego-Bausteinkasten oder Lego User Community Flughäfen geben, die werden dann damit ausgeliefert, die von den Benutzern oder der Community gebaut wurden, dann dahin geschickt wurden und jetzt darüber verteilt werden mit puren Explain-Mitteln ohne OSX oder so, also diese Zusatzgebäude OSX, meine ich, heißt das Zeug. So, da links haben wir wieder einen Flughafen. Da habe ich schon mal reingeguckt in die Liste, die da veröffentlicht oder damit kommt, und habe mal geguckt, was an deutschen Flughäfen kommt. Und da kommen, glaube ich, zwei oder drei deutsche Flughäfen, weil das ist ein bisschen schade. Das da vorne müsste dann der hier sein. Ne, hier links, also müsste es der sein. Okay, jetzt gehen wir mal ein bisschen näher ran noch mit der Sicht. Geht nicht, okay. Gut, dann gehe ich mal bei. Verringere mal ein bisschen die Geschwindigkeit. Fangen mal ein wenig an zu sinken. Der Flughafen ist auf einer Höhe von 64 Fuß. Oh, schön. So, dann gehen wir jetzt hier mal links rein. Vielleicht ist er das auch schon gewesen da vorne, den ich haben muss. Mit Chance ist er das nämlich. Ja, das wird er sein. Das ist ja toll. Gut, dann gehen wir also auf 1500 Fuß runter. Dann ist der Platzrunde. Das ist dann ja Platzrundenniveau. So, jetzt hier auf Kurs der. Genau. Der Landebahn, das kommt ziemlich gut hin. Sind jetzt noch ein bisschen hoch in der Bay, Quatsch, im Downwind, aber ich denke, bevor ich Base drehe, wird es schon okay sein. Und ist der Berg, das heißt, vor dem Berg müsste ich dann wahrscheinlich dann doch mal irgendwie eindrehen, aber jetzt kann ich schon mal Gear down. Bin ja fast auf Höhe der Nummern. So, genau, jetzt hier abfangen, gegentrimmen. Geschwindigkeit verringern. So, wir haben Flaps Geschwindigkeit etwa erreicht. Flaps Approach rein und auf Höhe. Na, viel zu hoch bin ich ja nicht, ne? Gut, wir verlieren jetzt gut an Geschwindigkeit. Da vorne haben wir es. Hallo, nicht ruckeln bitte, danke. Okay, dann drehe ich mal Base. Ja, jetzt gibt es gerade neues Wetter, schön. Landelichter an. Okay, Base haben wir. Noch ein bisschen die Geschwindigkeit verringern und weiter sinken. Okay, final. Flaps raus, voll. Bisschen spät, viel zu hoch. Aber na gut. Das werde ich hoffentlich noch kompensiert kriegen. Okay. Ja, leck mich. Gut. Sinkrate ist immer noch recht heftig, aber na gut. Umkehrschub gibt es ja bei der Maschine nicht. Jetzt muss man hier nur ganz vorsichtig sein, weil die sehr leicht auch zur Seite kippt. Mit ihren komischen drei Stelzen. Jetzt schön langsam werden. Vorm Abbiegen.
War besser als befürchtet, schlimmer als erhofft, aber gut. Runway clear. Flaps ab. Sehr schön. Handbremse ziehen wir an. So, Landelichter machen wir aus. Position Lights aus. Strobe machen wir auch schon mal aus. Avionics Master aus. Gut, dann machen wir Sprit weg. Es ruckelt und Airbus Economy hat es gemerkt. Pitot-Heat ist ja eh schon aus. Muss ich sonst noch irgendwas ausschalten? Ja, Electronic Master natürlich. Und den Schlüssel abziehen. Dann machen wir die Sache nochmal auf und sehen, ja, genau, das ist die andere Sache, die man über den Knopf öffnet und die hintere Klappe wird darüber auch geöffnet. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.